Alu könnten wir theoretisch herstellen, aber wir haben noch keine Fabrik dafür. Also noch nicht mal. Wir hätten rein technisch die Möglichkeit, Alu selber herzustellen, aber praktisch haben wir so wenig Aluminium, dass alles zu spät ist. Die Produktion läuft, wie gesagt, sehr, sehr gut, aber ihr merkt schon, ich versuche auch gerade so ein bisschen die Bremse reinzuhauen. Ich will nicht ständig neue Sachen bauen, weil das überfordert unser Stahlwerk gerade absolut massiv, ne? Müsste demnächst eigentlich der nächste Lade-LKW kommen. Wie lange brauchen die denn? Da fährt einer mit Metallschrott. Warte mal, jetzt ist da nur noch einer drauf. Mit ihm? Wo bist du gerade? Nee, ist okay. Wo ist denn der zweite Bus hin? Ihn kann ich aber locker flockig für das eine Baubüro einsetzen. Dann ist er auch glücklich. Ich dachte, wir hatten noch einen zweiten. Habe ich den anderen... Aber ich habe den noch wieder zurückgeholt gehabt. Naja, sei es drum. Ist egal. Leute, pass auf. Dann wir brauchen davon mehr. Dann lass uns mal ganz kurz einen... was ist das? Ein Kipper, oder? Ja. Kaufen wir zwei von, auch wenn es teuer ist. Wir machen da jetzt richtig Alarm drauf. Ich will da jetzt, ich weiß, das ist eine saublöde Nummer jetzt gerade, weil wir gerade auch massiv Geldeinbußen haben. Weil wir auch, wir haben immer so wellenartig, kaufen wir immer Treibstoff ein. Das geht immer so eine Zeit lang, wenn du frischen Treibstoff gekauft hast, dann ist wieder alles voll. Und dann wird wieder, brauchen wir wieder Treibstoff. Und dann, wenn jetzt ist gerade wieder so eine Treibstoffkaufphase, und das merkst du beim Einkaufen, ne? Da geht ratzfatz, geht die Kohle runter. Und deswegen warte ich jetzt gerade mal ganz kurz noch ein bisschen. Ich hätte mir eigentlich gerne, ich meine, die zwei sind schon teuer, ne? Also 80.000 für zwei von den LKWs. Ist schon hartes Holz, was wir hier investieren. Hier brennt noch ein Gebäude ganz kurz, Moment. Naja, gut, ist die Feuerwehr nebenan, das macht sich jetzt tatsächlich bemerkbar, dass das gut ist. So, und dann können wir jetzt die anderen beiden losschicken und können denen auch einen schönen Abstand geben. Aber ach nee, da wird er hier nicht unterstützt. Ja gut, ist egal. So. So. Ja, Pyro, wie gesagt, mir geht's bei der Entleerung. Die alten Müllhalden interessieren mich gerade nicht, weil die keine, ach, du meinst, ich könnte die abreißen lassen und dann laden die das quasi aus den Trümmern auf und dann geht das schneller, ne? Das habe ich in meinem Abrissbüro dazu gesagt. Das machen die tatsächlich, ne? Ja, weißt du was? Let's go. Mach mal. Ich meine, da haben die jetzt auch mal was zu tun und uns hilft es ja auch. Würde ich machen, ja.
Wie gesagt, uns kann es momentan ja nur zugutekommen. Gerade im Moment ist es so eine Phase, wo ich sage, ja, wir haben genug Personal, wir können das gerade. Lass mal machen. Aber wie gesagt, auch dass jetzt hier immer mal wieder ein paar Tonnen Metallschrott reinkommt, ist natürlich eine gute Sache. Es wird ja auch noch zusätzlich aus der Sortieranlage nachgeliefert. Die arbeiten ja permanent dran, also das ist auch gut. Ja, ich verstehe schon, dass das ein bisschen länger dauert als mit den Greifarmen. Ne? Das ist mir auch völlig okay. Aber ich sag's euch, wie es ist. Es nervt einfach unglaublich, weil das sehr lang... Also es ist mir zu langsam. Es könnte ein bisschen schneller gehen, hätte ich gar keine Bauchschmerzen mit. Mein gut, wie gesagt, uns jetzt kommt es jetzt ein bisschen zugute, ne, weil wir es jetzt hier reinladen und dann halt mit 4 Arbeitern geht das nicht ganz so schnell, wie ich es gerne hätte. Was die Fahrzeuge, die hier anfahren, natürlich überhaupt nicht interessiert. Ich habe ein paar Arbeitslose wegen fehlendem Arbeitsplatz. Wo habe ich denn Arbeitslose? Was soll denn das? Da sind ein paar, ganz wenige. Hier, in dem Bereich, haben wir sehr viele Arbeitslose. Und da hinten aber gar nicht. Ich traue mich, keine Passagierlinie aufzumachen, weil er so saudämlich immer ist. Was sagt denn eigentlich der Bützbus? Der ist voll. Der ist immer voll. Wir bräuchten für den Bützbus eigentlich noch große Busse, ein paar, damit die diesen Überdruck hier mal lösen an Schülern und Studenten und so Zeugs. Nee, das ist zu viel. Zurück, zurück, zurück. Nein, es kommen zu viele Studenten. Alarm. Sie verrennen uns. Einen richtigen Bahnhof. Du, Libo, ich sag's dir, wir werden dieses ganze Altstadtareal, werden wir bei Zeiten irgendwann mal abreißen und komplett ersetzen gegen was Neues. Also hier wird alles wegkommen. Also alles ab diesem Ringteil wird komplett weggemacht werden. Und dann werden wir hier einen zentralen Bereich nochmal bauen. Das wird irgendwann zwangsläufig der Fall sein. Aber das wird dann so sein, wenn wir hier Bützenbach-Ost auch schon so größtenteils fertig haben. Dann werden wir hier den Zuzug von allen Gebäuden im Randbereich immer weiter reduzieren und werden das hier alles ein bisschen hübsch bauen. Ja, und dann machen wir halt vielleicht hier nochmal so einen zentralen Platz und dann kommen hier wirklich dann die großen Plattenbauten ran und so, ja, in die Richtung geht das. Ich meine, wir haben ja hier schon ein bisschen angefangen, ne? Diese Gebäude haben eine Wohnqualität von 57%, das ist halt Katastrophe, ne? Das ist richtig schlecht. Ich meine, gut, hier die 58, ich habe auch schon die 60er gesehen, ja, das ist okay. Wie schaut es mit unserem Radio eigentlich aus? Läuft das schon? Nicht zugewiesen gewesen. Verdammt. Was macht die Nahrung? Fragt Hart. Eine hervorragende Frage. Wir waren auf einer etwas entspannten Tour und das ist auch immer noch so. Wir haben genug Arbeiter jetzt mittlerweile hier, die auch tatsächlich produktionsmäßig endlich mal Mengen produzieren, die nicht ganz so trivial sind. Also auch wenn jetzt hier mal einer kommt, ich weiß nicht, wann er kommt, aber es kommt irgendwann einer. Ich glaube, wir kaufen auch Fleisch aktuell an. Fleisch kaufen wir an, das ist 35 hier und 63. Wir kaufen mittlerweile immer weniger Nahrung ein. Aber
Das sind, also mit 10%, 11% ist nicht die Wucht, ne? Da geht noch was. Was tust du denn hier? Ach, Sanierung. Häftlinge kommen hier ganz gut. Wir produzieren Kleidung, dass wir auch in den Export bald gehen können. Aluminium wurde geliefert. Stahl fehlt allerdings nach wie vor. Stoff kommt aus dem Tank. Das ist gut. Ja. Fast 2 Millionen Treibstoff. Uff, ja. Nitram, genau deswegen haben wir das Ding hier gebaut. Jetzt bauen wir den Rest hier noch fertig und dann kann die Raffinerie auch dann durchstarten. Wie gesagt, Abwasseranschluss muss ja auch noch gebaut werden. Da fehlt auch noch einiges. Das ist noch eine große Baustelle, aber ja. Jetzt schauen wir mal gerade, dass die... Also es sollte jetzt ja schon eine massive Entlastung stattfinden, allein dass der Metallschrott jetzt kommt. Sehe ich ja tatsächlich sehr große Priorität bei uns. Okay, wir werden jetzt mal Folgendes machen. Nee, warte. Lass mal nicht beide bauen. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie viel Stahl tatsächlich... ja, ich weiß, Geld wird langsam ein bisschen knapp. Aber ich bin guter Hoffnung. Oder auch nicht. Okay, vielleicht auch nicht. Aber es hat jetzt schon verdammt lange gehalten. Das müsst ihr auch sagen, Leute. Das hat schon eine ganze Ecke gehalten jetzt. So, 20 Tonnen, das ist fei gar nicht mal so wenig, ne? Da kommen noch ein paar Fahrzeuge und holen sich das. Wir bräuchten halt viel mehr Leute hier drin. Weil die kommen gerade auch, also Produktion läuft jetzt schön an. Was kostet plötzlich so viel Geld? Treibstoff. Wenn eine Tanke geflutet werden muss, das ist so unglaublich teuer. Aber Treibstoff ist so eigentlich unser Hauptbrenner. Hier, guck mal. 125k gehen da rein. Diesen Monat. Nur diesen Monat. Ja. Dieses Jahr 1,8. Letztes Jahr 1,6. Das ist das, was uns teuer kommt. Deswegen baue ich ja da hinten für... eigentlich quasi mein gesamtes Wirtschaftsleistung geht gerade in den Bau einer Raffinerie rein. Metallschrott ist auch nicht wenig, das stimmt, ja. Also wir kaufen auch Metallschrott in großen Mengen ein. Ist immer noch billiger als, also um die Hälfte billiger, als wenn wir Stahl kaufen würden. Ich meine, unterm Strich könnte es uns wurscht sein. Wir könnten auch sagen, hey, pass auf, lass es einfach auf easy peasy laufen. Wir bauen halt jetzt ein bisschen weniger und warten jetzt einfach mal ab. Wow, wir haben ein bisschen Plastikmüll sogar. Warten einfach ab, bis hier der Metallschrott, die größeren als 20% sind, hier verarbeitet wird. Könnte man machen, machen wir aber nicht. Wir kaufen jetzt Metallschrott ein als billigere Zwischenlösung, um hier Stahl herzustellen. Und wir haben tatsächlich auch Stahl. Er fährt in die Werkstatt, in eine kleine Werkstatt fährt er rein. Das ist die obere an der Stadt. Das heißt, die eine Werkstatt läuft auf jeden Fall. Baust du aktuell die Förderbänder der Stahlhütte weiter? Nein. Können wir die alten Lager auch abreißen? Nach und nach, ja. Aber die werden jetzt noch beschäftigt sein mit dem einen, denke ich mal. Obwohl, nö, nicht mal. Ist schon weg. Ist schon abgerissen. Ja, wir können das nach und nach hier, Stück für Stück können wir das umswitchen. Wir müssen bloß immer ein bisschen aufpassen, dass das richtig gewählt auch ist. Wo bringt ihr den Bauschutt hin? Das große Lager hier. Da ist aber auch... Will ich es aber auch ehrlicherweise nicht haben. Das Ding ist halt... Weißt du, mein Kernproblem ist das hier. Wir sind hier fast voll. Na, allein das, was über die Stadt kommt, ja... Da unsere kleine oder unsere generelle Mülltrennung kommt hier an Grenzen. Also ich brauche gar nicht noch mehr Müll, weil ich genug habe. Ja.
Das war beim Metall jetzt anders. Da hatte ich nichts und wollte die Produktion hier ein bisschen pushen. Hat es auch nachhaltig jetzt funktioniert, ne? Also das klappt schon. Wir müssen halt jetzt wahnsinnig aufpassen, dass nicht unsere halbe Stadt hier an irgendwelchen Wartungsschäden hängen bleibt. Hast du überhaupt gesagt? Ja, ja, die große wird beliefert schon mal. Die hängt hier am System dran. Ah, die hat auch Stahl bekommen. Hier, guck mal. Die hat auch schon Stahl bekommen. Sehr schön. Stoff ist schon da. Das heißt, jetzt wird auch hier bearbeitet, oder? Hier ist einer da. Ja, der wird auch hier, guck mal. Reparatur läuft. Geht schon gut runter. Und die warten ja, ist auf dem Weg noch, ne? Die zwei Windräder mit ans Netz? Nö, die bleiben ja als Notstrom für hier oben, damit das Stahlwerk immer läuft. Die machen jetzt wirklich tatsächlich nur das, dass die sind fürs Stahlwerk zumindest im Moment zuständig. Stahl wird automatisch exportiert, sobald wir über 90% kommen. Dann geht Stahlauto in den Autoexport. Auch das ist eingestellt. Da wartet, es dauert aber halt eine ganze Ecke, ne? Ich meine, jetzt ist es okay. Jetzt kann ich damit leben, wenn da 30 Tonnen rumliegen. Ich meine, das wird nicht bleiben, ne? Man sieht das jetzt, wenn da mal wirklich, da ist Druck drauf auf der Leitung. Aber wenn mal was da ist und vor allen Dingen die Fahrzeuge nicht für 3 Tonnen fahren oder 2 oder 0,1 oder sowas, weil halt immer nur so wenig da ist, dann macht das halt auch mehr Sinn, dann ist die Fahrt halt effektiv. So, wie schaut es hier hinten aus? Ja, die haben schon gut reingelegt, ne? Aber es macht einen besseren Eindruck gerade. Es hält länger durch. Unser Geld hält nicht länger durch im Übrigen. Ist irgendwas mit den Touristen? Es kommen tatsächlich sehr wenig Touristen gerade an. Das ist schlecht. Warum kommen so wenig Touristen? Das sind Touristen auf dem Weg, ne? Die Code Blue Linie läuft. War vielleicht gerade Wachwechsel, keine Ahnung. Oder wir brauchen einfach ein neues Fahrzeug. Die kommen von hier zu den Lip-Hotels kommen die auch, ne? Zu beiden. Ja, easy. Nur da hinten kommen sie nicht hin, an den großen. Wir könnten die Linie auch auf den großen Bahnhof umlegen. Da muss die nicht auf der Straße halten. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn wir hier sagen, nimm die und fahr die nach da und sag entladen, bitte alles, was da drinnen hockt. So. Ist mir doch egal, wie die wieder an die Grenze kommen. So. Wie viel stehen an der Grenze? Mehr als genug wahrscheinlich. Ja, 60 stehen noch da. Aber dann sollen die von dem großen Busbahnhof, können die ja auch bis zu Blue Lagoon laufen. Für mich kein Problem. Unser Megabau ist aber auch in Planung. Da fehlt auf jeden Fall noch gut Platte hier zum Weiterbauen. Aber das Schöne ist, die haben den Turmdrehkran tatsächlich hier hingebracht. Der reicht zwar nicht, nicht ganz, aber immerhin. Schön. Cerberus, wunderhübschen guten Abend. Hi. Bützenbach ist für den Sommertourismus bekannt, nicht für die Winterskigebiete. Das ist vielleicht ein Argument, ne? Aber Bützenbach ist halt einfach immer zu jeder Jahreszeit einfach ein Erlebnis, ne? Also es ist traumhaft hier, wenn du hier an der Stadt stehst, ja, bist dann hier so hingelaufen. Warte kurz. Hier so.
Na, warte. So. Bist dann hier so durch die Stadt gegondelt. Hast so die Denkmäler und Skulpturen und Monumente und sowas. Hast du alles beäugt und stehst dann hier am Stadtrand und blickst über den Bützenbach ins Agrargebiet rüber. Ja. Kannst du eigentlich schon Straßen verbessern? Du meinst asphaltieren, ne? Ja, nee, asphaltieren ist noch nicht unser Ding. Wird noch, bin ich mir sicher. Gerade im Moment aber noch nicht. So, die Leitung ist auch da, schön. Das heißt, Abwasser kann theoretisch dann auch so ein Ding werden. Okay. Der zweite Tank ist auch fertig. Da kommt Treibstoff rein, dann kann hier Bitumen rein. Gut, gemischter Müll und Sondermüll kommen hier raus. Sollten wir vielleicht mal die Anzahl hier ein bisschen ändern. Ein bisschen mehr Müll hier rein kann. Mal schauen. Das sind die letzten Anschlüsse, die hier fehlen. Hier hinten auch der Importmodus für Öl zum Beispiel. Da kostet die Tonne 500 Rubels, ne? Ne, die Leitung fehlt noch. Depot. Die Leitung ist noch nicht fertig. Ist noch, ja, es sieht schon fertig aus, aber es fehlt noch ein Schlückchen. Es fehlt einfach noch dieses. Die letzten großen Gebäude fehlen. Da müssen wir noch eine Buslinie einrichten, weil hier müssen ja wahnsinnig viele Leute arbeiten. Und dann kann die Produktion theoretisch starten, ne? Der erste Einkauf von Öl wird wehtun. Ja, wird er. Wir werden uns da auch mit Sicherheit in die Verschuldung wagen. Das wird aber im direkten Nachgang besser, weil sobald unsere LKW-Tanker hier dann Treibstoff holen und nicht mehr an der Grenze, fällt ein riesengroßer Batzen, den wir im Jahr ausgeben, und zwar diese knapp 2 Millionen, die wir für Treibstoff ausgeben pro Jahr, fallen komplett weg. Und das ist schon mal sehr, sehr angenehm. Das ist quasi, wir halbieren mehr oder weniger unsere Ausgaben, wenn ich das so sage, oder? Halbieren wir die? Warte mal, letztes Jahr? Nö, mehr, also wir halbieren sie nicht nur, wir vernichten unsere Ausgaben eigentlich. Das ist so mehr oder weniger, das ist schon ganz schön unverschämt, was wir hier machen. Aber auch das, wie gesagt, dauert ein Stückchen. Am Anfang wird's Höllen wehtun, bis der erste Tank hier voll ist mit 1500 Tonnen. Das, puh, ja. Da sehe ich schon einige im Chat richtig hart weinen. Aber wie gesagt, das sollte sich sofort niederschlagen in Ausgaben, die wir nicht mehr haben. So, wie schaut's hier aus? Ja, gut. Oh nein, er ist liegen geblieben einfach. Ja, er läuft noch. Wenn ich den Import von Treibstoff pausiere, Lippo, dann wird das eine ganz, ganz fiese Nummer werden. Sag dir, wie es ist. Treibstoff zu pausieren, das können wir nicht machen. Ach, du meinst den Ölimport zu pausieren? Ich glaube, dass diese Importstation importet, ne? Egal, was du tust. Ich kann die nicht abschalten irgendwie. Ich glaube, das läuft dann, es läuft und läuft und läuft. Ne? So eine richtige Duracell-Geschichte, die hier abgeht. What? 28% ist aber auch wild, ne? Wir brauchen unbedingt einfach. Wie schaut es mit dem Radio jetzt aus? Wird schon gebaut auch tatsächlich. Der Stahldruck lässt nach. Ja, der läuft noch. Wir sehen, guck mal, hier wird auch schon die letzten Meter sind hier schon drin. Wir erhöhen mal die Anzahl der Arbeitskräfte, die hier rein darf, weil das geht dann nämlich auch alles nochmal ein ganzes Eck schneller. Können wir auf 20 Leute erhöhen. Dann können hier auch mal ein paar Leute aus der Region, ja, können auch her. Und der erste Schneefall überrascht wieder wie jedes Jahr. 26k, wir haben richtig Butter. Alter Schwede, ist das... Schau mal den Import an. Warte. Elektronik war so schweineteuer. Uff, okay.
Ja, eine Metallschraube, der haut halt auch nochmal richtig in die Bilanz. Theoretisch könnte man sagen, ja, lass mal laufen, ne, weil irgendwann ist das Ding ja voll und dann gehen wir auch noch in den Stahlexport und dann reguliert sich das dann wieder ein bisschen. Ja, mag sein, aber ne, das dauert halt noch eine ganze Ecke. Und momentan geben wir wieder mehr Geld aus, also das ist, ja. Das ist ein hartes Brot, was wir fahren. Aber wir sind, unser Plan geht bald auf. Also ich bin der guten Hoffnung, dass die letzten Abschnitte hier gleich fertig sind oder bald fertig sind und wir dann reingehen können. Eine Pumpe wäre hier ganz gut. Und da ist eine gebaut. Ja. Weißt du was, Libo? Das Ding ist halt... Öl läuft? Öl läuft nicht. Röhl läuft noch nicht. Oder? Es sollte eigentlich laufen. Wer war hier im Chat der Komiker, der mir gesagt hat, du brauchst keine Pumpen zwischen den Dingern? Wo ist er? Teert und federt ihn. Teert und federt ihn. Findet ihn. Und teert und federt ihn. So. Soll ich mal nachschauen im VOD? Nee. Das müssen wir halt jetzt bei allen Dingern nachholen, ne? Nervt mich. Oh, Alter. Klar, easy. Warte mal, das machen wir noch nicht. Wertversetzung. Ich hatte vor 5 Minuten geschrieben, dass du welche benötigst. Toni, das macht dich doch nicht nass. Was ist denn da los? So, dann brauchen wir das hier aber auch, ne? Überall. Warte mal, das ist der Ausgangstank, ne? Das geht hier raus und geht dann hier in den Verkauf auch wieder rein. Da können wir nämlich dann umschalten auf Export. Wobei, das ist ja auch der letzte Blödsinn, den ich hier gebaut habe, ne? Das muss noch alles weg. Das war cool gedacht, weil ich nicht wusste, wie das Ding funktioniert. Da brauchen wir einen zweiten Anschluss, dann, damit das hübsch funktioniert. So. Ich denke mal, unsere Leute kommen. Den kannst du schon bauen. Ja, den kann ich schon bauen. Aber dann machen wir es dann gleich richtig und in schön und so. Ja. Aber das machen wir jetzt noch nicht gleich. Am Anfang, zur Not fahre ich das mit Tankern an die Grenze und verkauf's. Am Anfang, wie gesagt, mir geht es jetzt hauptsächlich mehr darum, tatsächlich unseren Verbrauch auf Null zu bekommen, als den Export zu machen. Der Export kommt dann, ja, aber für mich für den Anfang ist es einfach so, ich will erstmal die Ausgaben reduzieren, indem ich selber mache. Wenn wir das überhaupt mit der Anzahl an Menschen hier hinbekommen, ich weiß es noch nicht. Müssen wir auch ein paar Linien umlegen.